Ja, Freunde, herzlich willkommen im Buschkraft Pfalz Shopping Center. Und wenn du wissen möchtest, ob vielleicht irgendetwas auch für dich dabei ist, was du vielleicht brauchen kannst, dann würde ich vorschlagen, bleib einfach dran. Ja, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein ganz, ganz, ganz anderes Video. Nämlich, ich habe mich entschlossen, mich von einigen meiner Ausrüstungsgegenstände tatsächlich zu trennen. Und ich verkaufe einiges, allerdings nicht hier direkt auf dem Sender. Das hier ist eigentlich nur dazu da, um ein bisschen Werbung dafür zu machen und vielleicht den einen oder anderen zu erreichen, der vielleicht genau das gesucht hat, was ich weggebe. Es sind Messer, es sind Rucksäcke, Tactical Westen und so weiter und so fort. Lasst euch überraschen und ihr findet unten in der Videobeschreibung den direkten Link zu meiner eBay-Seite beziehungsweise zu dem jeweiligen Artikel auf eBay. Dort könnt ihr dann kaufen, angucken. Da sind auch Bilder drin ausführlich und ich stelle euch die Sachen hier vor. Ja, ich hoffe, dass einer dabei ist. Ein paar kleine Regeln habe ich. Verkauft wird wirklich tatsächlich nur über eBay. Dieses PayPal und hin und her mache ich nicht. eBay, das ist die einfachste Variante für mich. Die Preise, die ich habe, sind nicht verhandelbar. Ich verhandle also nicht jetzt hier über den YouTube-Kanal über irgendwelche Preise. Das, was bei eBay drinsteht, das sind die Preise. Bei dem einen oder anderen, wie beispielsweise beim Bushcraft Bieber, habe ich die Funktion Preisvorschlag senden in einem gewissen Rahmen freigegeben. Ansonsten sind das feste Preise. Es sind faire Preise, mehr als fair, weil das, was ich hier verkaufe, vor allem auch im Messerbereich hier, das ist alles Neuware oder maximal einmal für ein Video benutzt. Und das sind dann schon entsprechend gute Preise. Wer es kaufen möchte, darf es tun. Wer nicht, bitte. Ich zwinge niemanden dazu. Würde mich natürlich freuen. Zum einen bekomme ich ein bisschen Geld in die Kasse, was sicherlich kein Fehler ist. Aber deswegen mache ich es nicht, sondern ich mache es schlicht und ergreifend. Wenn ihr mal so hinter mich schaut und das hinter der Kamera seht ihr gar nicht. Mein Keller ist vollgestopft bis unters Dach. Dadurch, dass ich viele Materialien auch zur Verfügung gestellt bekomme, sammelt sich hier bei mir das Material an, was ich entweder noch nie benutzt habe oder wenn dann nur einmal für ein Video, dann teilweise auch nicht draußen benutzt. Ich habe hier hinter der Kamera einen Berg bis zur Decke liegen, nur an Rucksäcke und ich habe über 40 Messer und deswegen, es wird jetzt Zeit, dass ich mich einfach von dem einen oder anderen trenne. Ich würde vorschlagen, wir steigen ein. Ich fange bei den Messern an, gehe dann zu den Rucksäcken über. Ihr entscheidet, was ihr machen möchtet. Ich habe hier mein Tablet offen, weil ich muss die Preise anschauen. Ich habe die leider nicht immer alle im Kopf. So, wir steigen ein und ich glaube, zu dem Artikel brauche ich nicht allzu viel zu sagen. Und zwar, das ist der Bushcraft Bieber von Reini Rossmann. Jeder kennt ihn und viele lieben ihn. Neupreis liegt, glaube ich, derzeit bei um die 150 Euro auf dem Kanal, direkt bei Reini Rossmann, mit Kydex-Scheide, mit hier Gürtelclip. Das ist soweit alles dabei. Und das Messer habe ich genau ein einziges Mal benutzt, nämlich für ein damaliges Video. Seitdem habe ich das Messer nicht mehr draußen dabei gehabt. Man sieht es auch und ich hoffe, die Kamera schaltet es auch entsprechend scharf. Das Messer ist komplett ohne Beschädigungen. Es hat hier zwei, drei ganz minimale Abschürfungen, die aber schon dran waren, als ich das Messer bekommen habe. Ansonsten technische Daten und so weiter könnt ihr euch von der Homepage runterziehen. Es ist ein Full-Tang-Messer. Es sind G10-Griffschalen. Das Messer ist schweinescharf, hat auch eine ordentliche Klingenstärke, auch von der Klingenlänge hat es 13 cm. Das kann jeder einordnen, wie er das möchte. Das verkaufe ich auf eBay in einem wirklich sehr guten Zustand für, jetzt muss ich mal kurz reinschauen,
110 Euro. Ja, mein nächster Artikel, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier ist er. Und zwar hier. Einmal das Condor Buschkleider heißt es, wenn mich nicht alles täuscht. In Olivgrün, hier in der normalen gängigen Kunststoffscheide. Einmal hier mit der Gürtelschlaufe. Ein Fulltang-Messer. Sehr schönes Messer. Ich habe das Condor Terrasau. Das gebe ich auch nicht her, weil das Terrasau hat auch einen Scandi-Schliff. Das hat das Messer hier nicht. Qingping, sehr scharf. Feuerstahlbedienung funktioniert. Es ist, wie gesagt, auch ein Fulltang-Messer. Sehr schönes Messer. Ein Messer definitiv für Einsteiger, die mit dem Hobby beginnen wollen. Und vom Stahl her, das dürften 440 Arsch oder 1095 HC Stahl. Müsst ihr schauen, kenne ich mich nicht mit aus. Das Teil ist tatsächlich nagelneu. Ne? Also das wurde noch nicht mal draußen verwendet. Da habe ich einmal ein Vergleichsvideo gedreht hier drin. Das wurde auch nicht benutzt. Also das ist nagelneu. Und das hat, glaube ich, einen Neupreis von 60, 65 Euro. Bin mir nicht ganz sicher. Ich verkaufe es für 50 Euro. Das nächste Messer ist das Sanremo 75. Moment, ich muss mal kurz reinschauen. Das Sanremo S745. Ein 14C28 Stahl G10 Griffschalen. Also schon hochwertig. Es handelt sich hier um ein Fulltang-Messer. Da sind wir wieder daheim. Um ein Fulltang-Messer. Geliefert wird es in dieser Kydex-Scheide, die auch hier hinten verstellbar ist, tatsächlich. Man hat also hier die Möglichkeit, die Position des Messers, wie man es am Gürtel tragen möchte, durch einen entsprechenden Knopfdruck hier kann man das verstellen. Fand ich ganz nett. Es ist ein sehr stabiles, sehr robustes Messer. Hat auch eine ordentliche Klingenstärke. Ich schätze mal, das dürfte so bei 4,5 mm liegen. Sehr scharf. Wie gesagt, G10 Griffschalen. Das Ganze ist stonewashed und hat einen 14C28N Stahl. Scharf. Feuerstahlbedienung ist möglich. Das sieht man hier auch. Ich habe es einmal bei der Vorstellung ausprobiert. Daher wird das natürlich jetzt auch nicht mehr im Neuzustand verkauft, sondern es ist offiziell gebraucht, wobei es hier ja außer einmal für ein Video nie benutzt wurde. Wie gesagt, Kydex-Scheide ist definitiv dabei. Derzeit zahlt ihr für dieses Messer, ich glaube, um die 63, 64 Euro. Ich verkaufe es für 50 Euro. Hier eine, ja, ich sage jetzt mal Seltenheit. Verkauft wird es derzeit nicht mehr, dieses Messer. Oder es ist nicht mehr zu bekommen. Und zwar das Aris, A-R-I-S geschrieben. Und ich hatte das mal vorgestellt, wie gesagt, auch nur einmal zur Vorstellung genutzt, dann nie wieder. Und auch das ist einem Neuzustand. Mikada-Griffe, wenn mich nicht alles täuscht, Mikada-Griffe, Fulltang, sehr, sehr scharf. Hat natürlich ein bisschen ein eigenwilliges Design mit diesem Fingerdurchbruch hier. Dadurch lässt sich das Messer aber wirklich sehr gut handhaben und man kann auch wirklich gut damit arbeiten. Es ist massiv. Also das Ding hat eine Griffstärke oder eine Klingenstärke von exakt 5 mm. Batonieren, Schnitzen, alles drum und dran ist mit dem Messer überhaupt gar kein Problem. Ich persönlich finde es sehr angenehm zu halten durch diesen Mikada-Griff. Es hat keine Begrenzung nach hinten, also auch für größere Hände ist das durchaus machbar. Wie gesagt, hier kann man einmal schön den Finger reinnehmen, man kann gut damit arbeiten. Es ist tatsächlich ein D2-Stahl und Kydex-Scheide mit
Techlock, also mit Gürtelclip, ist dabei im Lieferumfang. Für dieses schöne Messerchen, dieser Durchbruch hier tut der Qualität und der Stabilität der Klinge keinen Abbruch. Also das Ding kriegt ihr so schnell nicht kaputt. Feuerstahl ist bedienbar mit der scharfen Kante hier. Das ist auch kein Problem. Vielleicht ist ja einer dabei, dem dieses Design gut gefällt. Mir hat es gut gefallen. Ich habe es leider nie benutzt, das Messer draußen. Daher, das geht weg für 40 Euro, glaube ich. Ne? 45 Euro, Entschuldigung. Das Joker Montes. Geliefert in einer Lederscheide. Die Lederscheide ist tipptopp einwandfrei in Ordnung. Hat keine Macken, keine Kratzer, nichts. Weil auch dieses Messer nie draußen verwendet wurde, bis auf einmal ein Video. Daher wird auch dieses Messer als gebraucht verkauft, muss ich wohl oder übel, obwohl es eigentlich absoluter Neuzustand ist. Die Klinge ist völlig unversehrt, keine Ausbrüche, keine Verschmutzungen, da ist nichts verrostet. Der Griff ist einwandfrei in Ordnung. Es ist das Joker Montes, nicht das Joker Montes 2. Sehen aber identisch aus. Was da der genaue Unterschied ist, weiß ich nicht. Wir haben hier einen, muss ich mal überlegen, es ist, glaube ich, ein Mikata-Griff, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Mikata lackiert. Also es ist ein sehr schönes Messer, also optisch super. Man kann auch gut damit arbeiten. Es ist schweinescharf. Es hat eine Klingenstärke von, dürften auch so um die 4 mm sein, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal nach. Ja, 4 mm Klingenstärke. Eine Klingenlänge von an der längsten Stelle 10 cm. Schönes Messer. Wenn es jemand haben möchte, für 40 Euro bei eBay. Als nächstes ein Messer, das wirklich und tatsächlich absolut neu ist. Das wurde noch nie benutzt. Ich glaube, ich habe es zweimal aus der Kydex-Scheide rausgezogen und das war's. Und zwar ist das das Wes Candy von Wolfgangs. Ehemals Wolfgangs, jetzt nennen sie sich ja Odenwolf. Und das hier ist ein 440C Stahl Scandi Schliff. Also ich kann euch sagen, das Ding ist wirklich rattenscharf. Also es ist saumäßig scharf. Es hat, ich glaube, das dürfte ein TPE Kunststoffgriff sein. Full Tang, selbstverständlich. Hat hier einmal eine schwarz mattierte Klinge hier oben. Man sieht hier ganz klar den Scandi Schliff. Es liegt sehr gut in der Hand. Auch die Kydex-Scheide dazu ist hervorragend verarbeitet. Wie gesagt, ich habe es nie benutzt, dieses Messer. Und daher, das Messer geht weg. Ich muss mal schön schauen. Genau, für 30 Euro, wer es haben möchte, ist es deins. Ja, nun mein vorerst letztes Messer. Und ich muss das Ganze hier mal aufschlagen. Moment, wo ist es? Da haben wir es. Entschuldigung. Und zwar, hier haben wir ein neues, ja, nagelneues Elite Force Messer. Es ist ein Full Tang Messer, hat eine Klingenstärke von, Moment, 3 mm und hat hier Kunststoffgriffe und hier einmal diese Nylonscheide dabei. Es ist in einem, ja, wirklich scharfen Gebrauchszustand. Das Messer hat keine Macken, keine Kratzer, gar nichts. Ihr könnt es euch gerne mal anschauen hier. Ich hoffe, man kann es erkennen. Es ist ein 440A Stahl und ja, geht so ein bisschen in die taktische Richtung. Ja, wie Elite Force ist ja bekannt dafür, für diese Marke. Es ist ein schönes Messer. Es liegt auch wirklich sehr gut in der Hand. Für einen Anfänger, glaube ich, definitiv ausreichend und auch brauchbar. Ja, ich gebe das weg für 25 Euro. Das waren jetzt erstmal meine Messer. Ihr verzeiht mir, dass ich da keine Schnitztests oder so mache. Erstmal dauert das Video sonst ewig lang. Das möchte ich natürlich nicht. Und wenn ich natürlich das ein oder andere Messer, was ich vorher noch nie benutzt habe, jetzt hier benutze, ist es kein Neuzustand mehr, sondern dann ist es automatisch gebraucht. Ich möchte mich da auf keine irgendwelche Diskussionen einlassen. Deswegen, diese Messer sind alle in einem einwandfreien Zustand.
Ich pflege mein Material, die Messer sind alle scharf, also ihr könnt die auspacken und gleich damit loslegen. Und ja, jetzt kommen wir einmal zu der Fraktion Rucksäcke und taktische Westen und was weiß ich noch alles. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter. Das nächste, was ich verkaufe, das ist einmal hier der Plattenträger und der dazugehörige Rucksack. Was heißt dazugehörig? Man kann ihn mit dazu kaufen. Er ist kompatibel mit diesem Plattenträger. Das verkaufe ich beides, weil ich habe es noch nie, noch nie benutzt. Diese Weste hat noch nie draußen irgendwie die freie Natur gesehen. Die habe ich, glaube ich, einmal für ein Video zum Vorstellen benutzt und dann nie wieder. Ich bin kein Paintball und auch kein Airsoft-Spieler, weil dafür ist natürlich diese Weste hervorragend geeignet. Ihr habt hier vorne Magazinaufnahmen mit Brett. Dann auch gesichert hier mit dem entsprechenden Gummi. Hier oben nochmal Klettverschluss. Hier steht auch One-Tie-Grist drauf. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, könnt ihr hier aufmachen. Dann habt ihr hier oben nochmal eine Tasche, wo ihr Sachen reinpacken könnt. Ihr habt ausreichend Molle, komplett vorne an der Stirnseite. Ihr habt hier an der Seite am Gürtel, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit, was ranzumachen. Selbst oben am Schulterpolster, was übrigens sehr, sehr gut gepolstert ist. Diese Polsterung ist auch abnehmbar mit Klettverschluss. Und auf dem Rücken auch entsprechend Mollestreifen. Und da seht ihr auch schon, da kann man auch mit Molle, das kann man hier unten wegmachen und dann rausziehen, einmal die Reißverschlussaufnahmen für den Rucksack, der dazu gehört. Der ist kompatibel mit dem Ganzen. Man kann hier die Gurte wegmachen oder dran lassen und dann hat man die Möglichkeit, zack, das Ganze einfach hier ranzumachen mit dem Reißverschluss. So. Der Reißverschluss ist auch groß und stabil. So, ich zeige euch das mal ganz schnell. Das ist das ganze Set hier ist natürlich geeignet für Leute, die wirklich Paintball spielen gehen. Man hat die Möglichkeit, hier nochmal Material mitzunehmen, wenn man auf größeren Spiel-Areas unterwegs ist. Jetzt habe ich es. Ne, beispielsweise, es gibt ja hier gleich über der Grenze, da kann man das natürlich hervorragend mit dazu nehmen. Und man hat hier ausreichend Platz. Es sind, glaube ich, 15 Liter der Rucksack mit Innenfächer, Außenfächer, Aufnahme für Trinkblase. Hier oben ist die Öffnung. Und was ihr natürlich auch habt, das ist ja beim Paintball-Spielen und bei Soft Air auch. Ihr habt hier nochmal integriert ein Helmnetz, daher auch für Fahrradfahrer geeignet, wenn man die Weste jetzt natürlich nicht damit anzieht. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze hier dann an der Seite festzumachen, hier oben festzumachen und dann habt ihr hier vorne nochmal das Helmnetz oder Jacke oder was auch immer. Das Ganze kann man hier unten verstopfen, verstauen, zack, Reißverschluss zu und dann ist das entsprechend verpackt. So, das Ganze sieht dann so aus. Hier hinten einmal der Rucksack, hier vorne den Plattenträger. Die Hartgummiplatten, die hier innen drin sind, die kann man auch rausnehmen. Dann sieht das Ganze natürlich auch weniger brachial aus und liegt auch ein bisschen geschmeidiger am Körper an. Ansonsten stabil, also kann man nicht anders sagen. Das Set zusammen kostet... Und es ist Neuzustand, nie gebraucht. Liegen wir, glaube ich, bei 160 bis 180 Euro, weil der Plattenträger schon recht teuer ist. Für das möchte ich beides zusammen 110 Euro. Das heißt, der Rucksack ist eigentlich schon fast gratis mit dabei. Nee, nicht fast, ist gratis mit dabei.
Die Westen, die ich euch vorstelle, findet ihr auf eBay bei dem entsprechenden Link, auch im angezogenen Zustand mit Bildern. Das will ich jetzt nicht noch machen, weil sonst dauert es wirklich ewig. So, und wenn wir gerade bei taktischen Westen sind und Plattenträger, habe ich hier nochmal etwas, ich glaube auch eine Seltenheit. Ich weiß gar nicht, ob es die noch zu kaufen gibt. Und zwar auch eine taktische Weste hier in Flecktan, also BW-tauglich und wirklich tatsächlich, die ist gebraucht, die ist wirklich gebraucht, weil die habe ich selbst im Dienst getragen, jahrelang, ist aber noch in einem wirklich guten Zustand, ist, man sieht es hier, ich habe die jetzt auch schon auf mich eingestellt, mit den Panzerbändern fixiert. Ich glaube, wir haben hier einen maximalen Umfang von ca. 1,45 bis 1,50. Also wenn man auch ein bisschen kräftiger gebaut ist, kann man die verwenden. Auch hier oben ist noch ausreichend Luft, um auch die Schultergurte hier zu verlängern, damit man ausreichend Platz hat. Ja, es sind zahlreiche Taschen dran. Hier die großen Taschen für ABC, was auch immer man da reinstecken möchte. Kleinere Taschen, dann hier auf der Seite nochmal eine große Tasche, hier nochmal eine mittlere Tasche, Magazintaschen. Was ich ganz schön fand, ist, man hat ja hinten auf der Rückseite nochmal zwei größere Taschen, die man dann hier aufmachen kann. Das Ganze ist von innen beschichtet, also auch wasserfest. Und hier an der Seite sind nochmal, die habe ich jetzt zusammen gemacht. Ich glaube, einer ist lose hier, genau, und der auch, ist auch lose. Da hat man dann die Möglichkeit, nochmal was zu befestigen, ob es jetzt eine Jacke ist, ein Tarp oder was auch immer. Mir hat die Weste guten Dienst geleistet und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, genau. Und wenn die jemand haben möchte und es würde mich freuen, wenn die vielleicht nochmal den aktiven Dienst kennenlernt, das wäre super und das Ganze für... Muss schauen, 35 Euro. Ja, nochmal eine Weste. Diesmal aber eine andere Streitkraft, nämlich eine taktische Weste der US Army. Und das ist tatsächlich ein Original. Ihr könnt auf dem eBay-Link die Fotos dazu sehen und auch die entsprechenden, Aufkleber. Also die Markierung mit der NSN-Nummer ist überall abfotografiert. Alles handelt sich hier durchgehend um ein wirklich Original US Army Produkt. Und zwar ist das die Weste für den Infanteristen und es sind die entsprechenden Taschen dabei. Klar, Qualität 1A, es ist halt Militärqualität. Die Weste ist in einem Top-Zustand, da ist nichts kaputt. Ja, Freunde, ihr verzeiht mir, ich muss jetzt synchronisieren, weil die Kamera zwischendrin abgebrochen hat. Und zwar, ihr seht hier einmal die Weste, es sind dabei drei Einzelmagazintaschen fürs M16, eine Dreiermagazintasche fürs M4. Ihr habt zwei Handgranatentaschen dabei, die oben befestigt sind, man sieht sie hier vorne gerade. Auf der Rückseite habt ihr einmal die Hüfttasche, die könnt ihr per Molle ranmachen oder auch wegmachen. Es ist ein separater Hüftgurt an der Tasche dran, sodass man sie auch separat tragen kann. Es ist sehr, sehr viel Platz. Die Tasche allein kostet schon um die 40, 45 Euro und die Gesamtweste verkaufe ich für 95 Euro bei eBay. Jetzt kommen wir einmal zu einer meiner Rucksäcke, den ich verkaufe und zwar hier einmal den Big Game Jagdrucksack, den Big Game 2.0 in Furtiv. Den habe ich schon verkauft über eBay, der ist weg. Den verkaufe ich noch, auch in einem Top-Zustand, zweimal benutzt, geräuscharm. Er nennt sich Big Game 45-90 aus dem einfachen Grunde. Man hat die Möglichkeit hier, man sieht hier die Reißverschlüsse an der Seite, auf beiden Seiten. Man hat hier die Möglichkeit, den Rucksack von 45 Liter auf 95 Liter zu vergrößern. Das ist natürlich schon ein Sprung, nämlich ums Doppelte. Er hat hier an der Seite Kompressionsriemen, um das Ganze zu festigen. Er hat ein schönes Tragesystem. Schön dick gepolsterte Tragegurte, Schultergurte. Auch hier zum Fixieren im Brustgurt. Er hat hier diese sogenannten Schockabsorber. Das heißt, hier ist nochmal ein zusätzliches so ein Gummipolster drin, damit das Ganze nicht direkt auf die Wirbelsäule knallert. Er hat ein höhenverstellbares Tragesystem mit Aluminiumrahmen
und auch einen sehr, sehr gut gepolsterten Hüftgurt mit zusätzlich hier an der Seite nochmal eine Tasche, die ist auch abnehmbar, wie so ein Molle-System bei Solonia, davon ist der Rucksack, bei Solonia nennt sich das X-Axis System. Es gibt da auch noch jede Menge Taschen, die man da dazu kaufen kann, die auch nicht wirklich viel Geld kosten. Das Ganze ist ein Top und ein Frontlader. Man hat hier nochmal, das ist eigentlich zum Fixieren einer Waffe gedacht. Da kann man den Lauf durchstecken und man kann das Ganze auch entsprechend von vorne beladen. Man hat hier innen drin nochmal zwei Fächer, ein kleines Meshgewebe, für Schlüssel nochmal ein Anhänger, also alles, was man braucht oder vielleicht auch nicht. So. Dann haben wir, Moment, ja, nicht zu vergessen, hier unten nochmal Gurte, um eine Isomatte oder einen Schlafsack zu befestigen, wenn man das möchte. Und hier unten ist dann die Aufnahme für das Schulterstück. Das kann man hier reinstecken und dann hier einfach fixieren mit dem Teil. Wenn man es nicht braucht, klappt man es zusammen und packt es einfach wieder hier unten rein. Da wir ja nicht mit Waffen rumrennen, ist das aber wirklich sehr gut geeignet für ein Stativ. Wenn man das mitnehmen möchte und vielleicht draußen Videos dreht. Wie gesagt, Top-Zustand. Ach so, ja, und hier oben ist meines Wissens nach, warte mal, von außen einmal zugänglich, genau. Ja, den habe ich auch dabei. Und zwar ist das einmal der Überzug. Wenn es regnet, kann man den entsprechend drüber machen. Ja, sehr schöner Rucksack. Material, wie gesagt, geräuscharm. Hier haben wir nochmal Außentaschen beidseitig, wo man etwas reinpacken kann und dann auch mit diesen Verzurriemen dann entsprechend festigen kann. Der ganze Rucksack kostet derzeit um die 140, 150 Euro bei Decathlon. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Genau, zweimal benutzt. Ich verkaufe ihn für 99 Euro. Zu guter Letzt ein ganz besonderes Schätzchen. Und zwar hier mein Gebirgsrucksack der französischen Armee. Gebraucht, ohne Frage. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Aber voll funktionsfähig. Und er hat keine Beschädigungen, die das Ganze irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt. Klar, es sind Dinge aufgeschrieben, wie hier oben. Das ist bei Militärmaterial aber normal und tut natürlich der Funktionalität überhaupt keinen Abbruch. Das Ganze, glaube ich, liegt bei 80 Liter. Und das Ding ist wasserdicht. Das ist es definitiv. Sehr schön an dem Ganze und das hat mir sehr gut gefallen. Und zwar hier unten haben wir einmal das Schlafsackfach. Das kann man hier aufmachen mit einem Reißverschluss. Und das ganze Schlafsackfach ist hier unten mit extrem stabilen Kunststoff oder was das auch immer ist. Es ist gummiert und es ist absolut wasserdicht. Das heißt, ihr könntet euren Rucksack, also den hier, ungefähr, ich sage jetzt mal so, na, also 20 cm, 15, 20 cm tief ins Wasser stellen, ohne dass jetzt eure Sachen, die hier innen drin sind, nass werden. Ich fange mal von außen an. Und zwar, ihr habt hier einmal einen Toplader und ihr habt einen Frontlader. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, an euer Material ranzukommen, wenn der Deckel zu ist. Und zwar einmal hier, zack, könnt ihr aufmachen. Nee, Entschuldigung, das ist eine Außentasche, sorry. Ich sehe das hier so schlecht. Machen wir wieder zu. So. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. So, jetzt haben wir sie. So. Hier habt ihr die Möglichkeit, von außen reinzukommen. Hier ist die Abtrennung zum Schlafsackfach. Kann man aufmachen, kann man komplett durchladen. Und wir haben hier oben ein Deckelfach, das ihr so rum von außen rankommt. Und das Schöne an diesem Ganzen ist, in diesem Deckelfach integriert, fest
festgemacht. Also das könnt ihr nicht verlieren. Müsst ihr einfach nur rausziehen. Ihr habt hier nochmal Halterung, um es an der Seite festzumachen. Das ist der Überzug, wasserdicht für diesen Rucksack nochmal zusätzlich. Kann man das Ding drüber ziehen, wenn es denn Extremwetter ist. Glaube ich, ist es ganz sicher. So, das könnt ihr zumachen. Ist eine sehr große Tasche. Ihr habt hier oben nochmal große Transportriemen. Da könnt ihr eine Isomatte, eine Jacke oder irgendetwas anderes ranmachen. So, hier innen ausreichend Platz. Eine richtig stabil gummierte Schneeschürze. Auch hier innen drin nochmal eine große gummierte Schneeschürze. Sicher ist sicher. Und ihr habt hier drin ausreichend Platz. Was hier auch noch drin ist, das ist hier oben. Na, ich hoffe, man kann es sehen. So, das ist nochmal ein Reparaturset, original. Da ist nochmal jede einzelne Schnalle dabei. Auch hier nochmal die Schnallen, die man einhängen kann zum Komprimieren beispielsweise. Da ist hier oben am Deckel extra ein Fach in der Innenseite. Da kommt das Ganze rein. Ich hoffe, ich kriege es auch wieder rein. Jawohl. So, das war dabei. Das ist original. So, kommen wir mal zum Tragesystem. Das Ganze ist auf dem Aluminiumrahmen mit wirklich sehr gut gepolsterten Hüftgurt- und Rückenpartien. Es ist höhenverstellbar. Auch die Tragegurte sind einmal in der, ja, dass ihr den Rucksack ranziehen könnt an die Schulter und einmal auch in der Länge verstellbar und gut gepolstert. Hier ist nochmal eine zusätzliche Tasche dran. Ihr habt hier nochmal die Möglichkeit, ja, das Ganze nochmal zusätzlich einzustellen. Wir haben hier nochmal richtig stabil so Lederersatz, sodass auch der Hüftgurt richtig gut sitzt. Auf der anderen Seite ist jetzt, glaube ich, keine Tasche. Nee, aber da haben wir so einen Haken, um Wasserflasche oder was auch immer zu befestigen. Ja, ein sehr, sehr schöner Rucksack. Ich habe ihn nie benutzt. Und zwar, der geht wirklich sage und schreibe für einen Preis von 85 Euro weg. Ja, Freunde, das war's auch schon einmal die Buschkraft Pfalz Shopping Sender Sendung. Und ja, vielleicht war ja was dabei, was euch gefallen hat. Ich persönlich würde mich freuen, wenn das ein oder andere weggeht und jemand damit seine Freude hat. Ich habe auch Freude daran an den Sachen, aber ich benutze nun mal nicht und dafür sind sie einfach zu schade, dass sie hier bei mir im Keller rumliegen und ich muss auch dazu sagen, Platz wegnehmen. Ob es die Messer sind, ob es die Rucksäcke sind, also ich habe weit über 20 Rucksäcke, fast 30 Stück. Ja, und es ist noch lange nicht alles. Ich könnte noch viel, viel mehr verkaufen, aber ich trenne mich halt schwer davon. Aber von den Sachen, die ich euch vorgestellt habe, trenne ich mich sehr gerne. Ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht etwas gefunden hat, was er gesucht hat oder was er vielleicht brauchen kann oder er vielleicht noch nicht wusste, dass er es brauchen kann, aber jetzt weiß. Ich wünsche euch viel Freude damit für jeden, der sich etwas von den Sachen aussucht. Regularien ganz klar. Die Links für eBay sind unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt einfach anklicken in der Hoffnung, dass die Sachen noch da sind, die ihr gerne möchtet. Und dann könnt ihr einfach das Ganze kaufen. Es steht auf Sofortkauf alles. Ihr bezahlt das Ganze. Ich versende das. Ihr kriegt eine Sendungsnummer und dann geht das alles sauber über die Bühne. Ich habe euch nichts verheimlicht, nichts verschwiegen. Die Materialien sind alle in einem Top-Zustand. Gebraucht ist gebraucht. Aber auch hier habe ich bei den Messern vor allem viele Sachen, die als gebraucht verkauft werden, die aber wirklich nagelneu sind. Aber sobald ich sie einmal rausgezogen habe, einmal damit Feathersticks gemacht haben, ist das für mich gebraucht und nicht mehr neu. Also da habt ihr wirklich Glück. Von den Preisen her, glaube ich, ist es fair. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und bleibt mir gesund, viel, viel Spaß in der freien Natur. Euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.